Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. So, heute wieder mit einer kleinen Gesprächsrunde. Wo sind denn alle? Hallo? Sind alle weg? Aber alle wollten mit mir reden und jetzt ist keiner mehr da. Ich glaube, die verarschen mich. Die wollten doch alle noch quatschen. Die schlafen halt immer, ne? Hey, Walter. Ich würde gerne mit dir über etwas reden, wenn du mal Zeit hast. Ja, aber du hast offenbar keine Themen. Auf Wiedersehen. Nun ja, die Station im Orbit hat sich inzwischen mehr als amortisiert. Bis zum nächsten Mal. Ja, cool. Ciao. Dankeschön. Wollten nicht alle irgendwie letzte Folge? Waren alle wild drauf, ein Gespräch zu führen? Oh Gott, nein. Es ist natürlich alles ganz großartig. Aber pass auf dich auf. Ja, mach ich. Ciao. Oh, hey. Ich weiß, dass die Artefakte alle in Helle auf... Pass auf dich auf, okay? Ja, mach ich. Wo sind denn alle? Sind die alle bei uns an Bord? Ich glaube, das sind alle Begleiter, die mit uns reden wollen, ne? Ich glaube, die sind wahrscheinlich alle all aboard. Gut, gut. Ja, na gut. Na gut, na gut. Dann gebe ich mir hier nicht weiter Mühe und hüpfe direkt nach unten. Schade, dass hier kein Barkeeper ist. Ja, ist irgendwie komisch. So. Und mit dir alles gut? Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, natürlich. Ich wollte fragen, gibt es irgendwelche Unterlagen zu diesen sogenannten Sternblütern? Meine Datenbank der Menschheitsgeschichte ist zwar nicht vollständig, aber doch äußerst umfassend. Ich kann keine relevanten Verweise finden. Aus der ungewöhnlichen Natur der Begegnung lässt sich schließen, dass vergleichbare Ereignisse dokumentiert worden wären. Eine mögliche Erklärung ist, dass sie zum ersten Mal entdeckt wurden. Eine alternative Erklärung, dass es nach früheren Begegnungen keine Überlebenden gab, die sie hätten dokumentieren können. Das stimmt natürlich. Das ist wirklich ungemein beruhigend. Ja, okay. Dann hoffen wir, dass es einfach das erste Mal war. Das ist die bevorzugte Erklärung. Angesichts der Implikationen für Ihr weiteres Überleben. Es bleibt jedoch eine Tatsache, dass Ihre erste Interaktion aus Androhung von Gewalt bestand. Ja, das stimmt. Ich könnte dich gebrauchen, Vasco. Ja, momentan... neutronische Fusion. Schildsysteme. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir... Nehmen wir ihn dann mit? Weil wir haben ja gerade Andrea dabei, ne? Ja, guck mal. Vasco hat, glaube ich, noch Sachen von uns dabei, aber die brauchen wir halt wirklich nicht. So, ich wünschte, ich könnte von hier einfach ins Schiff schnell reisen. Das wäre cool. Sprich mit Commander Tula, den Vanguard beizutreten. Da stand der Landry-Bericht. Überprüfe Inventar deines Schiffs. Das machen wir auch bald. Warte, was ist denn jetzt mal... Was ist denn jetzt gerade kurzsichtig? Begib dich zum Auge. Ah, stimmt. Da war ja was. So, Alpha Zentner. Und das Auge. Wir reisen mal zum Auge. Hier werden die uns ja nicht besuchen, die Kollegen. Okay, ist das das Auge? Das ist Jemison. Jetzt haben wir es, okay. Dies ist Constellation Station LO-868. Willkommen an Bord. Ja, noch nicht, aber gleich. Oh, ho, 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 ho. Jetzt erstmal eine schöne Sequenz. Okay. Ich mache jetzt mal diesen hier. Ich stehe erstmal auf. So. Und dann sehe ich hier sehr viele leere Stühle. Ich muss noch gucken, ob ich Leute irgendwie zuweisen kann, ne? Dass die Station besetzen. Hey, was gibt's denn? Hella, sag mal. Bist du zum Plaudern hier? Ja, hast du was Interessantes für mich? Na und wie? Das haut dich von den Socken, Boss. Garantiert. Was denn? Silber, wow, ich bin richtig... Steht heute Mining auf dem Programm? Nee, heute steht erstmal... Okay, warte mal, Schiff. Das ist das hier, die Crew C. Hella und Lynn, wo sind die anderen alle? Okay, Außenpostentechnik, Außenpostenverwaltung. Wo sind denn die anderen?
Hatten wir nicht... Waren die nicht alle... Wo sind denn Sam und so? Wie groß es hier auch ist, ne? Crewquartiere, pipapo. Da geht's auch noch... Oh. Da geht's auch noch irgendwo hin. Ah. Hier kann man noch flott rumsitzen. Ist noch keiner da? Ich glaube, die sind alle schon im Auge quasi. Da, wo wir jetzt auch hingehen. So. Vielleicht können wir da mit denen quatschen. Ich bin mir noch nicht sicher. Schau bei allen vorbei. Na, siehste. Sag ich doch. So, wie sieht's denn aus? Ich richte neue Software ein. Checkst du sie auf dem Computer da? Ja, klar. Ich hab das System damals mit Wladimir eingerichtet. Also, wie ging das noch? Weiß ich nicht, wir sehen's gleich. So, Verbindung testen. Erfolg, fantastisch. Klappt super. Das nenne ich Teamwork. Ja. Perfekt. Für den Datenaustausch zwischen Loge und Auge sollte das eine echte Hilfe sein. Wieso ist der Computer hier hinten? Warum ist hier kein Laptop oder... Naja, ich frag nicht. Ich muss meine Software noch weiter checken. Okay, entschuldige bitte. Dann, wen haben wir denn da hinten? Warte, hier drüben. Hey, ach. Würdest du diese Platten für mich verschweißen? Ach, ja. Ist schön hier oben. Du verschweißt rasch die Abdeckung. Wir sollten Vlad häufiger besuchen. Ach, das ging fix. Jetzt muss ich nur noch einiges prüfen. Okay, das war wirklich billig. Ich muss noch etwas nachschweißen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deine Hände sind nicht verbrannt. Gute Arbeit. Das war wirklich billig gerade. Ich dachte, jetzt kommt ein kleines Minigame oder so, aber das war jetzt wirklich, okay. Würdest du diese Teile mit mir installieren? Diese neuen Scanner müssen installiert werden. Hilfst du mir dabei? Mit dir installiere ich alle Teile. Oh, Teilchenzünder, das installiere ich auch gerne und zwar in meiner Tasche. Oh. Oh, das aber sehr zuvorkommt. Welche Teile diese hier? Kiste mit Teilen baue ich mal. Ich baue die mal zusammen. Setz die Teile zusammen und schließe sie an den Scanner an. Wir sind fertig. Uff. Danke. Danke nochmal. Das ist eine ganz merkwürdige Quest. Ich. Da könnte ich halt auch Tex Avengers spielen. Das ist irgendwie weird. Also ist nicht böse gemeint, aber das machen inzwischen Indie-Games sogar schon besser. Ja. Das ist wirklich merkwürdig. So. Ich muss noch ein paar Sachen überprüfen. Ja, mach das so mit der Textbox, dann bist du jetzt schon fertig. Oh, da wollte ich gar nicht rein. So, ich taue langsam wieder auf. Oh, Spitzenleistung. Erhöht den Schaden durch kritische Treffer mit Nahkampfwaffen. Na gut. Nahkampfwaffen, okay. So, Eieressenspack. Didelidele, didelidele, didelidele. So, da drüben ist nichts. Wir haben nur noch hier vorne, ne? Dann haben wir alles, glaube ich. Hilfst du mir mal? Wir sollten diese Sachen ordentlich festschrauben. Nutze die Schraubenschlüssel. Schnapp dir kurz einen Schraubenschlüssel. Mhm. Ich schraub die mit dem Textfenster fest. Du hilfst, die Ausrüstung mit einem Schraubenschlüssel festzuziehen. Doch dann gibt es einen Funken und aus einem der Stromkästen steigt Rauch auf. Das ist wirklich so ein Text-Adventure gerade. Als würde ich gerade so ein altes Sierra-Game aus den 80ern spielen oder 90ern. Das sollte wohl nicht passieren. Fragst du Wladimir deswegen? Hier steigt nirgends Rauch auf, ich höre es nur. Ich frag mal Wladimir deswegen. Hm? Sorry, hab die Strichliste im Kopf abgehakt. Lagerbestände der Station, nächste Lieferung. Ja. Habt ihr falsch verkabelt? Die Station muckt auf. Bisschen. Ja. Wie schlimm ist es denn? Schlimm. Oh, shit. Sarah und ich haben bei den Reparaturen auf Probleme gestoßen. Ist schlimmer, als ich dachte. Ein paar der neuen Teile mucken auf. Das wird eine Weile dauern. Ich habe bei der Bestellung der Teile zu wenig auf Kompatibilität geachtet. Hm. Ich bleibe hier, bis es repariert ist. Verschone dein Haupt von Asche. Helfen kannst du aber gerne.
Während wir hier mit der Augenoperation beschäftigt sind, will ich dir noch wegen was anderem das Ohr spitzen. Ja, mach mal. Okay. Wie ich höre, was denn? Hey. Na? Kann ich helfen? Ja? Ja? Was gibt's? Okay, sie redet nicht mit uns. Cool, Wladimir. Entschuldige, habe gerade gerechnet. Willst du Mundwerke tauschen? Ich will niemanden beunruhigen, aber wir haben noch mehr Konkurrenz. Was? Kein Sternenblut. Was? Captain Petrov, befehligt einen Schrottsammler namens Skow. Ist ein echtes Kuriositätenkabinett. Und er hat ein neues Stück in seiner Sammlung. Wie kommen denn jetzt auf einmal alle zu den Dingern, nachdem die jahrelang rumgelegen haben? Das ist ja weird. Was ist er, ein Plünderer? Der Plünderer. Ah. Er heuert jeden Söldner an, der bereit ist, für Relikte über Leichen zu gehen. Er schlachtet jedes Wrack aus, das seine Moskitos finden können. Okay. Dann wird das wohl nicht einfach so ausdrücken, wa? Hab ihn kontaktiert, um ihm einen ehrlichen Tausch anzubieten. Aber er meinte, dieser Stein sei unverkäuflich. Für diesen Job müssen wir wohl mit der Brechstange ran. Glaubst du, Petrov weiß über das Artefakt Bescheid? Er hat zwar einen goldenen Riecher, ist aber kein Wissenschaftler. Er weiß, dass es einzigartig ist, aber nicht warum. Er passt also gut darauf auf. Okay, wir sollen es also von ihm stehlen. Ich war früher selbst ein Freibeuter, glaub mir. Aber da er sich fest daran klammert, sehe ich keinen anderen Weg. Ich schicke dich nicht alleine auf Raubzug. Sam kommt mit. Ihr beide werdet eng zusammenarbeiten. Bereite dich also gut vor. Okay, wenn du fortfährst. Okay, müssen wir es denn wirklich stehlen? Wie heißt es noch? Jedes Constellation-Mitglied hat sein eigenes Gewissen. Okay. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Habe ich mit Sarah gemerkt, ja. Ich bin bereit. Drück das Glück da draußen. So, Sam Coe ist jetzt unser Begleiter. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal los. Ich glaube, der schweißt da noch ein bisschen. Aber egal, der kommt schon mit an Bord. So, ab ins Cockpit. Und wenn ich jetzt auf die Crew gehe, Schiff, Crew, dann ist Sam Coe nicht zugewiesen. Star Eagle, na klar. Ah ja, und jetzt fliegt er und macht die Logistik. Okay, okay, okay. Sprengstoff, Geologie, das kann ich gerade bei alles nicht brauchen. Brauche ich für den Außenposten dann später. Ich muss die beiden da mal einsetzen irgendwie, damit die hier vom Schiff kommen. Okay. So, erstmal. Sequenz. Eine wunderbare Sequenz. Ich bin ganz... Wir sind wieder alleine. Ja, so ist es, mein Freund. Dann gucken wir doch mal, wo sollen wir denn jetzt hin? Wo ist denn der Kollege, der uns hier ins Essen kackt? Ah, Prokion. Ah, Prokion. Oh, der sieht schön aus. Felskalt, mäßig. Oh, da waren wir auch schon mal. Ja, sieht ganz gut aus. Kalt. Inferno. Er ist leider auch kalt. Inferno, naja. Ich guck noch mal ein bisschen rum hier, ne? Prokion 5. Wir springen da mal so hin. Ganz zufällig. Und ich speichere mal ganz zufällig. So. Los geht's. Guck dir das an. Ein komplett neuer Satz Sterne. Na, hier ist ja was los. Er wirbt die Kraft auf Prokion 4. Ah. Die Skow. Was ist denn hier? Teilchengeschütz. Okay. Aha. Nicht schon wieder. Ich glaube, es liegt nicht an Starfield. Ich glaube, es liegt an Windows. Ich glaube, Windows 11 seit dem letzten Update versucht immer irgendwelche Sachen nach vorne zu schieben. Und dann friert das Spiel immer erstmal ein. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Moment. So, da sind wir wieder. Dürfte möglichst zeitnah gewesen sein. Okay. Hallo, Skow. Ihr habt auf der Skow nichts zu suchen. Unser Captain empfängt keine Besucher. Ja, okay. Wir haben viele Unikate im Angebot. Ha. Huh.
Petrov will bestimmt mit uns reden. Wir gehören zur Constellation und haben jede Menge Unikate aus dem besiedelten System im Angebot. Wirklich? Ihr wollt verkaufen? Ich dachte, die Constellation besteht nur aus Dieben. Aus bitte was? Hey, wir alle wollen uns was dazu verdienen, oder? Lasst uns an Bord. Dann kann euer Boss sich was aussuchen. Zum richtigen Preis. Klingt akzeptabel. Ihr könnt andocken. Das ist ja wie so ein Gnome. Klingt akzeptabel. So, ich freue mich jetzt schon auf. Kurz unterhalten? Nein, gerade nicht. Sequenz. Ich bin der Jens der Sequenz. Jens für die Sequenz. Und wir sind angedockt. Ja, und wir steigen gleich aus, ein, was auch immer. Hallo. Ich würde gern mit dir reden, wenn du mal Zeit hast. Ja, ist hier bestimmt eine gute Idee, Sam. Manchmal erzählen die alten Hasen spät nachts in der Kneipe Geschichten. Mhm. Von unerklärlichen Dingen, die sie erlebt haben. Geistergeschichten im Grunde. Ich habe schon einmal von Dingen wie den Sternblütern gehört. Aber sie sind real. Aber was hast du da gehört? Ich meine, wer soll das denn... Das Universum ist gewaltig. Es ist arrogant zu glauben, wir hätten alles gesehen. Ja, das stimmt. Aber wenn man jahrhundertelang das All erkundet, kann man sich einreden, man hätte alles durchschaut und verstanden. Nein. Was nicht stimmt. Ja, deswegen. Die offensichtliche Frage ist also, was zur Hölle sind sie? Es denken sicher alle, sie wären Aliens, aber wenn nicht, ihre Schiffe waren unglaublich, aber es waren Schiffe. Ja. Mit Antrieb und Waffen und sogar einem Grafantrieb, meine ich. Wenn es wirklich Aliens wären, müssten sie doch alienmäßiger aussehen, oder? Es könnte auch geheime Freestar, Varun oder UC-Technologie sein. Aber ich weiß nicht. Ich glaube auch, das wirkt alles... Ich sag ja, das wirkt ein bisschen menschlich irgendwie. Glaubst du wirklich, dass eine der Fraktionen so eine Technologie besitzen könnte? Ich meine, möglich ist alles, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber wenn irgendjemand einen solchen Vorteil hätte, würde sich das Gleichgewicht der Mächte völlig verschieben. Das meine ich ja wohl. Die Technik geheim zu halten, wäre eine gewaltige Verschwörung. Und man bräuchte sehr viel Disziplin, um sie in der Tasche zu lassen. Hm. Aber ich stimme dir zu, besonders alienmäßig kamen sie mir eigentlich nicht vor. Ganz genau. Ich habe noch eine völlig ins Blaue geratene Theorie. Sie stammen von außerhalb der uns bekannten Systeme. Okay, Hypothese. Vor Jahrhunderten spielen ein paar verrückte Wissenschaftler Siedler. Aber sie fliegen viel, viel weiter als jeder andere vor ihnen. Da feiern die Glückspilze dann ein paar Durchbrüche und ihre Wissenschaft entwickelt sich rasant. Sie kommen schneller weiter als je zuvor und werden Sternblüter. Habe ich mir auch gedacht. Also meine Theorie war, ich weiß nicht, von wem die Tempel sind, ob die jetzt von denen selber sind, aber dass die vielleicht auch diese Dinger gefunden haben, diese Macht gefunden haben und sich deswegen schneller weiterentwickelt haben, so wie wir es gerade vielleicht auch tun, ich bin unsicher. Zumindest sammle ich ja Kräfte. Und die haben gemerkt, dass es kommt mit einem Preis. Und das korrumpiert vielleicht Leute. Und ja, und unsere Art ist halt nicht dafür gedacht. Ja, ich bin unsicher. Ja. Aber durchaus möglich, das könnte es sein, Sam. Wenn ich recht habe, schuldest du mir ein Steak. Wie dem auch sei, wir sind nicht allein. Und das ist aufregend und angsteinflößend. Das stimmt. Hast du vielleicht Zeit zum Plaudern? Hä? Ich hätte da einiges. Was denn? Ich hab doch gerade... Sorry, ich habe ganz vergessen, worüber ich mit dir reden wollte. Ständig lässt Cora überall ihr Werkzeug herumliegen. Ich meine, ich liebe sie über alles im Universum, aber wie oft soll ich es ihr bitte noch sagen? Naja, sie ist ja kreativ, ne? Sei nicht streng mit ihr, das könnte wirklich mal... Jetzt passt gerade nicht. Kinder wissen eben, wie man Eltern im Wahnsinn treibt. Yep. Vor allem Cora. Das bleibt unter uns, okay? Aber... Cora war nicht gerade geplant. Erzähl mir sowas nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber ich war mal Freestar Ranger. Nee, wusste ich nicht. Ich hatte eine Partnerin, Lillian Hart. Wir waren wie Hund und Katz, aber es war okay. Okay, aber erzähl mir doch sowas nicht. Du, ja, ich finde das wirklich krass, dass er mir das einfach hinklatscht. Okay, warte mal. Wieso habe ich Lillian im Turm nicht gesehen? Sie ist eine ihrer besten Ranger, also ist sie ständig im Feld. Also, na klar. So mag sie es auch. Ach so, na klar. Und wie bist du bitte ausgerechnet Ranger geworden? Nicht freiwillig. Und das hat auch nicht gepasst.
Vielleicht erzähle ich es dir mal. Ich bin so froh, dass ich zur Constellation gekommen bin. Zum besten Trupp in dem besiedelten System. So, ob du jetzt Vater werden wolltest oder nicht, du machst das gut. Aber weißt du was? Ich mach mal den hier. Ich mach das jetzt einfach, mir egal. Für Content mache ich alles. Hier, let's go. Ich bin ganz kurz, ich glaube, mein liebster Char, mit dem ich anwandeln würde, ist momentan Andrea. Mit Sarah sind wir schon ein bisschen weiter, glaube ich. Ich würde natürlich wieder gerne alles ausprobieren. Ne? Alles mitnehmen, überall gucken, was passiert. Mal gucken, was mit Sam passiert. Du hast eine Partnerin, jetzt bin ich einfach so. Ich will nicht die dunklen Wege erkunden, aber ich mach's einfach, um zu gucken, was passiert. Wenn überhaupt, müsste sie eifersüchtig auf dich sein. Irgendwann erzähle ich dir die ganze Lillian-Sache vielleicht mal. Okay, ja, na gut. Ja, aber ob du Vater werden wolltest oder nicht, ich bin eigentlich der Meinung, ihr sollt mir das eigentlich nicht so erzählen, aber als Kumpel, ihr Vater werden wolltest oder nicht, du machst das gut. Es war nicht immer so wie jetzt. Als Cora auf die Welt gekommen ist, war ich völlig überfordert. In den ersten Monaten dachte ich ständig nur, was das für ein Riesenfehler war. Ich und Vater. Aber irgendwann, spät nachts, hat die kleine Cora mich zum ersten Mal angelächelt. Und ich wusste, für das kleine Mädchen tue ich alles. Ah, oh, und wo war Lillian da? Tja, Mrs. Lillian Coe war bei mir. Und so heftig es auch für mich war, bei dem Stillen rund um die Uhr, ich hatte es noch relativ leicht. Aber das heißt nicht, dass die ersten paar Monate irgendwie gut waren oder so. Sowas und gar nicht. Cora hat Glück, dass sie dich hat. Fühlt sich aber nicht so an. Du hast gesagt, dass Cora super ist. Das finde ich auch. Aber sie erinnert mich so an mich. Ich habe Dinge gesagt und getan, auf die ich nicht stolz bin. Ich versuche mich zu bessern für Cora. Aber wird sie dieselben Fehler machen? Ich glaube, das haben wir alles gemacht. Du hast Cora ein solides Fundament gegeben. In dem Punkt musst du dir gar keine Sorgen machen. Das ist sehr beruhigend. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß, es wirkt verrückt, sie mitzuschleppen. Aber ich schwimme nicht gerade in Optionen. Ihre Mutter, wie gesagt, das erzähle ich irgendwann mal. Und soll ich sie etwa von Jacob großziehen lassen? Meinem Vater? Dann noch lieber Wladimir. Ich bin ehrlich, ich finde auch, dass es Cora richtig gut tut, bei der Constellation aufzuwachsen, weil die kommt halt rum, die lernt, naja, Kulturen, doch schon, Kulturen kennen, Planeten kennen, sehr viele Spezies und so weiter, alles aus erster Hand. Also die lernt eigentlich sehr viel mehr und alles praxisrelevant, nicht nur aus Büchern. Ist auch nicht, ne? Ich weiß nicht, wie es mit der Schulbildung ist, er meint ja mit Homeschooling teilweise und so, aber ich glaube, es tut ihr wirklich gut, bei der Constellation aufzuwachsen. Wirkt zumindest so. Findest du? Naja, sie macht wilde Sachen. Machen wir auch. Und wenn sie mal lernt, ihr Zeug aufzuräumen, lebt sie vielleicht auch, bis sie 13 ist. Wir müssen ihr das mit Looten beibringen. Ich glaube, das ist es. Oh, da ist ja gar keiner. Schalter. So, dann gucken wir mal. Wash your hands. Ich speichere mal lieber hier und wir müssen irgendwo da hinten hin. Ja, klauen will ich hier nicht. Ausnahmsweise. Wer hat dich an Bord gelassen? Reicht es Petrov nicht mit den Moskitos? Oder bist du hinter der Sammlung des Captains her? Bitte was? Bitte wer? Bitte was? Moskito was? So nennt er uns. Irgendwas Ehrzeitiges. Ah, okay. Petrov ist im Besitz eines speziellen Steins gelangt. Der Stein, richtig. Ja, ja. Der ist unverkäuflich. Aber wenn du unbedingt willst, dass Petrov dich auslacht, nur zu. Na klar. Wir können ziemlich überzeugend sein, wenn es um Steine geht. Wir lieben Steine. Dann geh. Wir konnten unsere Lüge nicht aufrechterhalten, mit dem, was wir verkaufen wollen, okay. Weißt du, woher Petrov diesen speziellen Stein hat? Den hat er von so einem Dusty, einem Erzschlepper aus den Randgebieten. Hat die ganze Zeit nur gezittert. Okay. Was habt ihr denn außer Treibgut sonst noch? Petrov hat seinen eigenen kleinen Alien-Zoo. Oh, cool. Ziemlich gefährlich. Aber zum Glück sind die Käfige alle gut verriegelt. Ich rieche XP. Wo ist denn diese legendäre Sammlung? Die ist hier überall verstreut. Die besten Sachen stecken in Petrovs Privattresor. Gut. Und bevor du fragst, nur Petrov hat einen Schlüssel. Die Crew zu schmieren wäre also Geldverschwendung. Vielen Dank für den Hinweis. Ich danke dir, ne?
Bis später. Junge, ist das hier schön. Und er macht sich Sorgen, dass seine Tochter nicht aufräumt. Puh. Skow-Wache, Skow-Wache. Die Skow ist nicht übel, wenn man nicht zu genau hinsieht. Ja, mir wird übel, wenn ich zu genau hinsehe. Da unten ist Stuff. Ich, ganz ehrlich, ich würde am liebsten hier zwei, drei Sachen schon gerne mitnehmen. Okay. Toilettenpapierrolle. Hier ist aber Müll runtergeschmissen, ne? Ich dachte, wir finden hier unten noch unbekannte Schätze. Toxin. Ich muss hier nicht unbedingt klauen. Ich glaube, so wild bin ich da jetzt auch nicht drauf. Auf einen Hamburger. Das ist automatisch passiert. Zum Glück wurde ich nicht gesehen. Ich muss meinen Finger von der E-Taste nehmen. Na, dann gucken wir mal. Ah, wie immer erstmal überall. Aha. Schön hier. Also, naja, wenn man Müll halten mag. Würzige Würmer. Tür ist verriegelt, entsperren Experte. Sieht hier keiner, ne? Security, ist das eine gute Idee? Ich habe gespeichert. Wenn wir angegriffen werden, lade ich natürlich wieder. Da bin ich ganz dreist und frech. So, das klappt natürlich alles gar nicht. Das hier eventuell. Nein, auch nicht. Das hier eventuell. Das würde klappen und dann bräuchten wir noch so einen Besenreißer. Der hier wird es nicht sein. Ja, einen haben wir auch nicht, ne? Nee. Der ging nicht. Der ging nicht. Der geht, aber dann bräuchten wir ja so ein Dreier-Ding, aber das haben wir einfach gar nicht. Wir haben zwar so eins, aber das passt hier einfach gar nicht rein. Also müssen wir es anders machen. So. Und dann eventuell der könnte passen. So und so. Prima. Dann haben wir den hier. Der ist es nicht. Warte, warte, hat man nicht noch einen anderen Zweier, den da. Der hier könnte es sein und dafür brauchen wir nur noch den hier. Ne, der ist es. Oh, was für eine fiese Falle. Aber der ist es. Okay, super. Doch keine Falle. Ach, puh. Ich dachte schon. So, der hier und dann noch. Der könnte klappen. Der klappt auch. Warum sperren die überhaupt ab? Willkommen in Petros Palast der Kuriositäten. Der Gipfel grandioser Güter. Das perfekte Panoptikum der Prahlerei. Okay. Wenn es eine Schießerei gibt, sind gleich alle an Bord dabei. Einfach aus Jux. Kapiert? Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich doch sehr, Mademoiselle. Weiß nicht, warum Petrov für all den Schrott bezahlt, aber er zahlt. Da ist Security Office. Darf ich da überhaupt rein, wenn ich speichere? Ich meine, da war eine Tür abgeschlossen. Ja, juckt hier aber niemanden. Undock-Steuerung. Okay. Klauen will ich hier nix. Noch nicht. Petrov safe. Wahrscheinlich bei ihm im Quartier, ne? Nirgends hier. Das wäre ja Wahnsinn. Junge, was für ein Schrottfrachter hier. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ja, da will ich rein. Schauen wir mal. Ich weiß natürlich nicht, wenn die uns sehen von außen, wir drin rumlaufen. Ich glaube, die werden nicht so erfreut sein. Das passt nicht, ne? Nee. Ich glaube, wir brauchen jetzt zwei Einer, anders geht's nicht. Traurig, aber wahr. So, dann haben wir hier einen Dreier. So, und dann könnten wir einen... Ja, haben wir hier auch nicht. Aber wir haben noch einen Einer. Das würde theoretisch... Nee, geht nicht. Okay, so einen haben wir nicht. Dann hätten wir so einen Dreier und dann hätten wir noch...
Ein, der wird es nicht sein, oder? Nee, der ist es nicht. Okay. Wir hätten theoretisch noch den hier und dann bräuchten wir aber noch einen Dreier, den wir auch nicht haben. Ha! Ja, das wird nichts hier. Oh, warte mal, so und dann den hier. Yo, alles klar. Alles klar. Dann den hier und noch ein Einer. Und wir sind drin. Easy. Noch sind wir nicht drin. Noch nichts gemacht. Kommen wir hier eine Ebene tiefer? Nee, ne? Das ist gar nicht die richtige Tür. Doch, hier. Gut, ich meine, die Tür ist offen. Wir müssen ja nicht unbedingt rein. Wir können erstmal den Typen quatschen und dann gucken wir mal. So, wunderschön. Ja, ich würde die Sachen hier schon gerne alle mitnehmen. Und das sind alles XP, die hier sitzen, ne? Ich wollte nur sagen. Das sind alles XP, Creds, alles. Und ich glaube, den Kollegen werden wir auch nicht mehr brauchen hier, ne? Diesen Sammler. Um das mal ganz leidenschaftslos zu benennen. Wie kommen wir denn überhaupt dahin? Hallo, mein Freund. Hab keine Zeit für dich. Verschwinde. Ah, schade. Tür ist verriegelt. Naja, es ist wie es ist. Wie kommen wir denn jetzt zu dem Kollegen hin? Roter Teppich, das sieht richtig aus. Viele der Wachen sind Kopfgeldjäger, Schmuggler oder Schrottsammler aus den Randgebieten. Mhm. Einer abgefeimter als der andere. Sehr gut, dann habe ich schlechteres, besseres Gewissen. Ah. Das wird ein Spaß. Ich glaube... Ah, hier wird es ein bisschen... Oh, richtig elegant hier. Sehr viele Wachen. Das sind sehr viele XP. Gelbe Olpe, persönlicher digitaler Bild. Ah, gut. Die Geschichte der Sterne. Mm. Gutes Buch. Würde ich gerne mitnehmen. Wow, okay. Uff, dein fucking Ernst. Okay. Sollte ich vorher nochmal bei der Security rein und gucken, ob ich irgendwelche mal wieder irgendwelche Selbstschussanlagen umprogrammieren kann? Ja. Ich hab zu tun. Das sehe ich schon. Die Pause wahrnehmen. Okay, krasser Typ. Hallo. Irin September? Was? Brauchen wir den Namen? Bull Raptor, was? Leute, wir haben einen Neuling. Schließt eure Wetten ab. Was? Meine 100 Credits sagen kaufen. Der Captain wird eine von seinen prächtigen goldenen Statuen los. Was? Aber die Dinger sind doch aus Alu. Ich sag verkaufen. Aber nichts, was der Captain will. Auch dabei, Bull? Ja, ja. Bin dabei. Ich sag verkaufen. Ein Frachtraum voller Ölgemälde. Alles Fälschungen. Frech. Gefällt mir. Okay, wer seid ihr Typen? Wir sind Akquisiteure. Oh. Soll heißen, wir spüren Zeugs auf und klauen es. Von bösen Leuten? Meistens. Viele der alten Relikte, die der Captain sammelt, haben keinen rechtmäßigen Eigentümer. Mhm. Wir sorgen einfach dafür, dass sie den vorübergehenden Besitzer wechseln. Aber der ist ja auch nicht rechtmäßig, also da mache ich mir keine schlechten Gewissen. So. Ihr liegt alle falsch. Ich will Petrov seinen seltsamen Stein abkaufen. Oh,
Also gewinnt keiner. Auch du nicht, Neuling. Der Captain ist von dem Ding total besessen. Hat es sogar in den Tresorraum gelegt. Oh, schön. Der Tresorraum soll ja ziemlich billig gewesen sein. Sei still. Verrat nicht die Geheimnisse des Captains. Zumindest nicht gratis. Oh. Ihr seid also ein Team? Was? Nein, bloß nicht. Jeder arbeitet solo. Als Team würden wir uns an die Gurgel gehen. Verstehe. Ach, so weit käme es nicht. Wir hängen doch ständig zusammen rum. Genau. Ihr zwei nehmt in meinem Leben sowieso schon deutlich zu viel Platz ein. So, was wisst ihr denn über Captain Petrov? Ich meine, sieh dich mal um. Dieses Schiff sagt doch alles. Ja? Er ist ein narzisstischer, größenwahnsinniger Egomane. Ah, okay, verstehe. Das ist unfair. Er ist eben exzentrisch. Wie ein guter Freund, den man am besten in winzig kleinen Dosen genießt. Eins muss man ihm lassen. Er zahlt regelmäßig und lässt nie jemanden leer ausgehen. Das ist fair. Das finde ich fair. Ich wüsste gern mehr über das Schiff, falls du reden willst. Läuft mit uns nicht. Wir lieben den Captain. Schade. Wir lieben sein Geld. Schade. Und ob? Okay. Also her mit den Credits, dann reden wir. Das hintere Ende des Tresorraums soll wohl direkt ans Förderbandsystem angrenzen. Laut der Crew sind das nur ganz dünne Trennwände, die bloß von ein paar alten Sicherungsbolzen zusammengehalten werden. Mit einem Laser sind die im Nu durch. Verstehe. Würdest du aber nicht machen. Als anständiger Schiffsgast und so. Um Gottes Willen. Also wenn ihr noch mehr Infos zum Schiff habt, bin ich auch ganz ohr. Oder? Kommen da noch neue Infos jetzt? Schon vom Zoo gehört? Ja. Der Captain hatte mal so einen Tiersammlertick. Und jetzt sind unter Deck lauter Käfige voller Alienviecher. Ah. Die sehen dort gar nicht happy aus. Oh nein. Wie sollen sie in Käfigen glücklich sein? Und woran willst du das bei Aliens erkennen? Ich weiß nicht. Auf mich wirken sie immer so traurig. Egal. Der Käfigtechniker hat den Job hingeschmissen. Und ich weiß aus sicherer Hand, dass das Passwort jetzt Idiot-Captain lautet. Wäre bestimmt lustig, das auszuprobieren. Aber lass mal. Die Aliens könnten schließlich alle töten. Das wäre ja schlimm. Ja, und da wir jetzt Kumpel sind, ich zähle auf eure Hilfe, falls es mal Stunk gibt. Ne? Was meint ihr, Leute? Zeit für eine kleine Motterei? Der Preis stimmt, aber der Captain war gut zu uns. Ja, ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Söldner werden aber dafür bezahlt, Leute zu verletzen. Mein Motto ist Leben lassen und abkassieren. Im Zweifel gewinnt abkassieren. Okay, wir sind dabei. Aber du musst den ersten Move machen. Na klar. Das mache ich doch glatt. Cool, danke euch. Das ist ja super lieb. Wir reden jetzt mit ihm, er wird nicht verkaufen wollen und dann gucken wir uns mal das Förderbandsystem an. Die Leute halten Petrov ja für verrückt, aber ich mag ihn. Guter Captain. Ja, okay, sehr gut, freue ich mich. Wir hoffen mal, dass neue nichts passiert. Freunde sind immer was Gutes. Ehrlich gesagt hoffe ich doch was. Ich will alles looten hier, ne? Ich will alles looten. Falls es Stunk gibt, sind wir bereit. Ja, alles klar, finde ich gut. Aber den gibt's erst, wenn dann überhaupt nächste Folge. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V. Tschüss. Ah, sieht so schön aus hier. Oh, wie erlesen. Bin gespannt auf das Gespräch. So, jetzt aber. Tschüss.